Anke Late Night. Gäste heute, die Grand Prix-Könige Stefan Raab und Max Mutzke. Dach und herzlich willkommen bei Little Late Night. Was viele Zuschauer nicht wissen, ich komme aus Holland. Deswegen habe ich ein paar Witze mitgebracht aus Holland. Die holländischen Tomaten sind voller Wasser. Nein. Ein Witz über Wohnwagen. Nein. Ja. Tulpen oder Käse oder Coffeeshops. Nein, nein, nein. Guten Tag, ich bin die Angela Merkel und ich bin eine Juxkanone. Danke. Ja, guten Tag, ich heiße Stefan Raab. Danke. Und oh, ich will dich so sehr. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Stefan Raab und Max Mutzke! Das ist schön, dass unsere Ex-Bassisten hier ihr Gnadenbrot verdienen dürfen. Sehr gerne. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung rückblickend, Stefan? Ihr seid ja zufrieden mit dem 8. Platz, ist ja gut gelaufen. Ja, also wir wissen ja, der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung und da muss man auch hinfahren, um ein bisschen Spaß zu haben, oder? Also ja, stimmt. Ihr wart... Ja, ne, aber also war doch lustig, oder? Was ist dein liebster Ralf-Siegel-Spruch gewesen jetzt in den letzten Tagen? Sehr lustig fand ich, dass ich habe immer gehört, er hätte uns viel Glück gewünscht. Ja, kann man so stehen. Nee, da hat mich einer gefragt, ob ich mir auch was wünsche, habe ich gesagt, Talent. 1, 2, 3er BMW. Ja, war Spaß. Ach, jetzt geht's los. Okay, ich fange an. Jokunuschmack ist demem Halinde. Ja. Zadeche bunu bilmini ist derim. Zevgimin gercek. Oldunu. Ja, nee, oldunu. Ja. Oldunu ve kalbimim hüzla çap türünü zenden beri bekleyemem akşama kadar canım sen yollarında tutman için canım bekleyemem akşama kadar canım seninle olmak için. Und auf Türkisch heißt es auch dü 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 dü. Ja.